ganz grundsätzlich eine ganz optimistische Frohnatur, aber auch ich kann es langsam nicht mehr abstreiten. Es läuft derzeit so ziemlich alles schief in Europa, aber so ziemlich alles. Da jagt ein Krisengipfel den nächsten, man spannt Rettungsschirme auf, so komplizierte Rettungsfonds mit EFSF, EF-Buchstaben, die sich kein Mensch merken kann. Dann denkt man sich mirakulöse Hebelwirkungen aus. Mach aus 400 Milliarden Euro mit Fremdkapital 1000 Milliarden Euro. Die berühmte Hebelwirkung. Wie funktioniert das eigentlich, so eine Hebelwirkung? Da habe ich ein schönes Foto gefunden in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. So funktioniert Hebelwirkung. Ja, lauter so Dinge macht man, aber seien wir uns ehrlich, es hat kaum Auswirkungen. Italien beispielsweise zahlt jetzt schon ca. 7% Zinsen für 10-jährige Staatsanleihen. Und Griechenland ist am Boden und Spanien geht's nicht viel besser und man macht sich jetzt sogar schon in Frankreich und in Österreich Sorgen um das AAA. Also, mit einem Wort, die europäischen Staaten bleiben Spielball der Finanzmärkte und alles, was man dem entgegenzusetzen versucht, funktioniert nicht. Und jeder, der sagt, das hat primär mit den Staatsschulden zu tun, der hat, entschuldigen Sie, von nix eine Ahnung, weil die Staatsschulden und die Defizite in Großbritannien sind auch hoch und in den USA sind sie noch viel höher und dennoch zahlen diese Nicht-Euro-Länder nur minimale Zinsen. Dass also gerade die Euro-Länder zum Hauptopfer der Finanzmarktkrise werden, hat also nicht primär etwas mit den Staatsschuldenständen zu tun, sondern mit einer prinzipiellen Fehlkonstruktion in der Eurozone. Nämlich, dass die Europäische Zentralbank nicht sagt, wir garantieren, dass kein Euroland bankrott geht, auch wenn wir Geld drucken müssen. Die amerikanische Fed und die britische Zentralbank und die Zentralbanken aller Länder, die sich in Eigenwährung verschulden, sagen nämlich implizit genau das. Und deshalb weiß man auf den Märkten, die können gar nicht bankrott gehen. Und deshalb zahlen diese Länder niedrigere Zinsen. Aber weil die Europäische Zentralbank das nicht sagt, schießen die Zinsen durch die Decke. Und da ist dann auch an Defizitreduktion nicht mehr zu denken. Wenn der Zinsendienst so hoch wird, dann kriegt man nämlich die Schulden nicht los. Da kann man tun, was man will. Und aus lauter Panik werden jetzt überall in Europa Sparprogramme aufgelegt, die erst recht die Wirtschaft abwürgen, die Panikstimmung deswegen verstärken, sodass auch die Schulden nicht abgebaut werden können. Und ich behaupte jetzt mal, das weiß auch jeder Finanzminister und jede Finanzministerin. So deppert, dass man das nicht weiß, kann gar kein Finanzminister sein. Und dennoch predigen die alle dieses Sparvoodoo, von dem jeder weiß, dass es nicht funktionieren wird. Aber auch das ist ja nur ein Aspekt von all dem, was schiefläuft in Europa. Lehnen wir uns doch einen Augenblick zurück und betrachten wir die Szenerie, wie sie sich darstellt in diesen nervenzerfetzenden Wochen. Wir haben ein kompliziertes institutionelles Tohuwabohu in Europa geschaffen mit nationalen Parlamenten und nationalen Regierungen, dem Europaparlament, der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und dem Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs. Ich hoffe, ich habe da jetzt kein wichtiges Machtzentrum vergessen. Man verliert da ja glatt den Überblick. Ach ja, einen EU-Präsidenten haben wir ja auch. Herman heißt er, glaube ich, mit Vorname. Nachname habe ich vergessen. Also, und wenn man sich das jetzt anschaut in der Krise, von der EU-Kommission hört man nichts, das EU-Parlament hört nichts zum Reden, der Herman telefoniert viel, angeblich. Geregelt werden die Dinge, wenn in diesem Zusammenhang das Wort geregelt nicht ein zu großes Wort ist, von den Staats- und Regierungschefs. Und unter denen vor allem von Sarkozy und Merkel und unter den beiden wiederum vor allem von Angela Merkel. Angela Merkel, die mächtigste Frau Europas. Und mächtig, ich weiß schon, das ist ja so ein relativer Begriff, weil die angeblich mächtigen Leute ja auch oft anderen Leuten gar nichts anschaffen können. Aber die Merkel, die kann das, die fährt nach Brüssel und geht, verzeihen Sie den Kalauer, anschaffen. Papandreou, du machst das, Papandreou, du machst das nicht, Papademos, so machst du das. Merkel sagt, was zu tun ist und die Amutschgel-Premiers, die müssen spuren. Und das ist doch auch nicht exakt das, was wir uns immer unter Demokratie vorgestellt haben, oder? Aber jetzt kann man natürlich sagen, in Notfällen, da geht's halt nicht anders. Seien wir doch froh, dass überhaupt jemand in der Lage ist, zu führen, Leadership zu zeigen, wie das die Amis so schön nennen. Also, wenn das im Augenblick eben nur im Kreis der Regierungschefs zu regeln ist, dann braucht man doch nicht Backmessern, geht halt nicht anders. Und ich finde, eine solche Ansicht hat schon viel Wirklichkeitssinn auf ihrer Seite, gar keine Frage. Nur dann würde man sich halt auch gern das politische Personal wünschen, das in der Lage ist, diese Rolle auch auszufüllen. Aber lehnen wir uns noch einmal ein Stück weiter zurück.
Da haben wir diese Staats- und Regierungschefs und auch die Finanzminister, die sind ja da auch sehr stark involviert und die fassen Woche für Woche irgendwelche Notbeschlüsse. Und die Bevölkerungen, die sind wütend oder sie fallen in eine tiefe Depression, so wie die Griechen, die das Gefühl haben, dass die Zukunft vor ihnen nur ein riesengroßes schwarzes Loch ist. Oder sie sind verunsichert und sie fragen sich, bricht jetzt alles zusammen? So wie bei uns, wenn ich wohin gehe, dann fragen mich die Leute immer, sag, erklär uns, bricht jetzt alles zusammen, erklär uns das bitte. Also, da herrscht totale Verunsicherung. Und was machen die Regierungschefs und die Finanzminister? Erklären die den Bürgern irgendetwas? Versuchen sie ihnen zu sagen, wie die Lage ist? Versuchen sie den Bürgern eine komplexe ökonomische Situation so darzulegen, dass sie verstehen, wo wir stehen und was möglicherweise die Folgen sein könnten und was möglicherweise auf uns zukommt? Nein, nichts erklären sie, gar nichts erklären sie. Die fahren nach Brüssel anschaffen oder sich ihre Befehle abholen und dann fahren sie wieder heim. Und dazwischen geben sie höchstens eine Pressekonferenz, bei der sie sinnlose und nichtssagende Soundbites absondern. Haben stabilisiert, haben gute Lösung getroffen, haben Lage im Griff, müssen Hausaufgaben erledigen. All dieser Quatsch, den die Leute nicht mehr hören können. Und ob die Bürger das verstehen oder nicht verstehen, ob sie verunsichert, besorgt, verärgert sind, das ist ihnen offensichtlich vollkommen wurscht. Die verstehen offenbar nicht einmal, dass es die vielleicht wichtigste Aufgabe in solchen Situationen auch ist, um die Zustimmung der Bürger zu ringen für die Dinge, die man tut und nicht bloß alle 5 Jahre in Wahlkämpfen, sondern täglich, tagtäglich. Und man versteht es eigentlich nicht. Was weiß ich, warum die so agieren? Vielleicht, weil sie selbst nicht verstehen, was sie tun? Weil sie einfach keinen Plan haben? Oder weil sie glauben, dass das alles so kompliziert ist, das würden die Bürger ohnehin nie verstehen? Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Ich weiß nur, dass es eines der schlimmsten Versäumnisse ist, die man sich überhaupt vorstellen kann, was da gerade passiert. Nur so ein Beispiel aus unserer kleinen Welt. Sollte sich dieser Faymann nicht einmal eine Stunde oder 2 Stunden meinetwegen hinstellen, eine große Rede halten und versuchen, den Bürgern zu erklären, was da gerade abläuft und wie er glaubt, dass wir da rauskommen aus diesem Loch. Und sagen Sie mir jetzt bitte nicht, vom Faymann, von dem Faymann würden Sie eine solche Rede doch gar nicht erst hören wollen. Weil egal, was Sie von dem halten oder nicht halten mögen, er ist nun mal der Bundeskanzler und es täte doch zum Job des Bundeskanzlers dazugehören, es wenigstens zu versuchen. Oder noch so ein Beispiel, wenn die Frau Merkel schon die mächtigste Frau in Europa ist und allen anschaffen kann, dann muss sie sich doch auch vielleicht, wenn sie Leadership hat, um die symbolischen Seiten der Sache Gedanken machen. Nämlich, wie das an der Peripherie ankommt, dass da aus Brüssel und Berlin die Hilfen, aber eben auch die Befehle kommen und dass man nicht mehr das Gefühl hat, Herr seines eigenen Geschicks zu sein. Und wenn man das versteht, und das sollte doch jeder Mensch verstehen, da braucht man doch nur einen Hauch von politischem Instinkt und eine Prise Empathie dazu, um das zu verstehen. Dann könnte doch die Merkel mal nach Griechenland fahren und dort im Land herumfahren und den Leuten zeigen, es interessiert mich, wie es euch geht, wie es den Einzelnen und dem Einzelnen in solch einer Situation geht. Und ich höre euch auch zu. Und ich erkläre euch aber auch, was wir jetzt tun müssen und wie ich glaube, dass wir da rauskommen aus dem Loch und dass wir die anderen Europäer euch das nicht alleine ausbaden lassen und dass ihr euch da schon auf uns verlassen könnt. Aber sie kommt offenbar nicht einmal auf die Idee. Also, wie gesagt, es läuft zurzeit so ziemlich alles falsch in Europa.